Heute ist das Special Boys vs. Girls und Mozzi rastet richtig aus. Oh mein Gott! Get up! Get up! We beat you! Und als Joachim Lambi dann die Frauen bewerten will, ist ein bisschen Stimmung auf dem Kessel. Ah, ja! 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 Nein! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Dance, die 80er Edition. Und wir haben heute auch das Special Boys vs. Girls. Erstmal begrüßen wir aber die Jury und Roche hat irgendwie die Haare von Marge Simpson geklaut. Oh, die sehen ja sowas von 80s aus. Ja, und für diese wundervolle Haarpracht entschuldigt sich der Daniel dann erstmal. So, als allererstes möchte ich mich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern entschuldigen, die hinter Roche sitzen. Aber bis Reihe 12, das Frau. Tut mir wirklich leid. Aber natürlich hat er für alle Betroffenen einen wundervollen Tipp. Sie können sich die Sendung ja dann bei RTL Plus angucken. Kein Problem. Und das zählt natürlich auch für euch. Also wenn ihr euch Tänze oder auch einen Spieler komplett angucken möchtet, könnt ihr sehr gerne bei RTL Plus bei TV Now vorbeigucken. Der Link zu Let's Dance ist in der Videobeschreibung. Aber fangen wir an mit Knossi. Vierte Show kommt jetzt. Ja. Das heißt, aber schon fünfmal in der Show getan. Jetzt wird's wirklich, jetzt geht's nur noch um Qualität. Ja. Und die haben wir. Ja, und das ist ein gutes Selbstbewusstsein und Knossi hat richtig Bock, auch wenn es beim letzten Mal beim roten Licht ja ein bisschen kritisch wurde. Also die Erlösung war groß, aber ich glaube, lieber nicht mehr rotes Licht, oder? Nee, ich brauche das nicht mehr. Tango? Und der Tango wird auf jeden Fall schwierig für Knossi. Er hat aber noch nicht genug, er möchte auch noch eine Hebefigur. Wir machen es jetzt, auf drei. Eins, zwei, drei. Okay. Das war der Frosch. Ja, und man fragt sich, ob das überhaupt im Vertrag versichert wurde, dass Isabel mit Knossi so eine Hebefigur macht. Aber sie üben, üben, üben. Ja, 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 es hat geklappt. Ja, aber wenn das so rüberkommt, was ist... Ja, weiter. Eins, zwei, drei. Ah, fuck. Zwei, drei. Wer auch zu Besuch ist diesmal, ist die Ida Knossalla, die Mama von Knossi. Schöne Grüße. Eine sehr, sehr sympathische Frau. Und ihr müsst mal auf ihren Gesichtsausdruck achten, wenn sie die Hebefigur sieht. Super, ich find's richtig super. Und Mutter! Super! Und dann geht es auch schon los mit dem Tanz und die erste Szene ist eine Knossi-Solo-Szene und die könnte auch um 3 Uhr nachts bei 5 Promille so im Bierkönig auf Mallorca passiert sein. Aber dann geht es los und die Grundschritte kommen und Knossi hat einen richtig, richtig guten Zug drauf und achtet auf das Gesicht, er ist fest entschlossen. Und diese absolute Gier, dass man es schaffen will, das sieht man Knossi wirklich an. Und man muss auch wirklich sagen, er sieht echt schlank aus, oder? Er sieht richtig, richtig gut aus im Gesicht. Und dann kommt natürlich das, auf das alle warten, die Hebefigur. Die hat er aber sowas von genagelt, richtig gut gemacht und der Tanz war insgesamt richtig, richtig stark. Ja, und dann soll Mozzi anfangen mit der Bewertung, aber die ist einfach immer noch richtig mitgenommen von diesem grandiosen Tanz. Warte mal, ich sag dir mal mein Problem gerade. Aber sie kommt dann auch mal wieder zum Wort und sie hat wirklich gute dabei. Du hast Tango getanzt. Ja. Und zwar wirklich, wirklich überzeugend gut. Und auch Joachim Lambi hat lobende Worte und hat diese Gier in Knossis Gesicht erkannt. Also diese Aggressivität, die du hast, das ist schon brutal, ne? Du gehst ja auf die Fläche, egal was passiert, wenn da einer gestanden hätte, weg, tot. Und dieser Kampf und dieser Wille, der gefällt auch Roche. Weißt du, was mir gefällt? Du kämpfst, du gibst nichts auf. Und du hast gelernt, wirklich zu tanzen. Von null bis heute hast du so viel dich verbessert. Und was soll man sagen? Knossi leistet wirklich Großartiges als absoluter Nicht-Tänzer. Und ich hoffe, das wird auch in den Punkten gehuldigt. Ach! Mozzi Mabuse. Und Joachim Lambi. 6.
Es ist wirklich schön zu sehen, wie sehr Knossi sich da freut und das ist eine wirklich gute Punktzahl. Und damit ist er, glaube ich, sogar in den Top 5 heute. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber machen wir weiter mit Julia, Beautix. Die macht heute eine Rumba, ein sehr romantischer Tanz, der sie an ihre Eltern erinnert, weil die sind immer noch zusammen, schon sehr, sehr lange. Kennengelernt, als sie 14 und 16 waren. Und die waren die erste große Liebe voneinander und sie sind immer noch zusammen. Und das ist irgendwie der Beweis für mich, dass es die wahre Liebe wirklich gibt. Und ich glaube auch noch an die wahre Liebe und ich hoffe jetzt auch auf wahre Gefühle auf der Tanzfläche. Und Julia ist so eine Frau, die hat so einen Ausdruck, die wirkt auf mich einfach immer super beruhigend. Das ist so ein Mensch, den ich wirklich gerne angucke, weil ich einfach zur Ruhe kommen kann dabei. Weil die einfach irgendwie so eine Ruhe und eine Geborgenheit ausstrahlt. Es ist wirklich grandios. Through my tree, she rides the night. Und der Tanz fängt gut an und es ist auch alles okay. Auch die nächste Hebefigur sieht erstmal ganz gut aus. Man muss dann aber sagen, dass sie schon ein bisschen Probleme hatte, im Takt zu sein und auch bei der nächsten Szene stolpert sie fast. Und beendet wird der Tanz dann mit einem Brummkreisel. Und Roche fängt mit der Bewertung an und hat wirklich auch erstmal lobende Worte. Julia, chica. Ja, ich muss sagen, die Atmosphäre, was ich habe kreiert, mir hat sehr gut gefallen, wirklich. Immer wenn du bist in den Armen von deinem Partner, ich sehe, dass du hast es schon gebaut, eine Vertrauen. Nichtsdestotrotz hat er auch gesehen, dass es einige Probleme gab und das hat er auch angesprochen. Yes, die anderen Teile, wo du tanzt, alleine, da musst du arbeiten, ein bisschen mehr in Selbstvertrauen, in Stabilität und loslassen und mehr genießen. Und auch von Herrn Lambi kommen ein bisschen kritische Worte und es lässt schon vermuten, das ist jetzt nicht die absolute Topleistung. War heute ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge mit deinen Füßen und mit der Musik. Du warst so ganz knapp so noch drin. Aber das macht Julia ja auch so sympathisch. Sie nimmt gar kein Blatt vor den Mund und man sieht und hört dann auch von ihr, dass sie selber enttäuscht ist. Ich sehe es jetzt in deinen Augen. Bist ein bisschen enttäuscht gerade. Ja, voll. Warum? Weil es hat mir eigentlich super viel Spaß gemacht und Rumba fand ich total schön. Aber gucken wir mal, was die Punkte am Ende bringen. 7! Mozzi Mabuse. 7! Und Joachim Lambi. 5! 19 Punkte! 19 Punkte ist natürlich durchwachsen, aber für Julia sollte es trotzdem reichen. Ich glaube, sie ist relativ beliebt bei den Zuschauern. Kommen wir aber zum nächsten Pärchen, das ist Sharon und Christian. Und da haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Sharon eventuell einen anderen Tanzpartner wollte. Was da am Ende dran war, das wissen wir alle nicht. Sie haben sich aber auch diese Woche wieder geäußert, dass alles in Ordnung ist und sie einfach ihre Ruhe haben wollen und trainieren wollen. Und dann glauben wir denen das auch mal und gucken mal, wie die Woche so lief. Denn die war gar nicht so einfach für Sharon. 7. Dieses Drehen, warum muss ich mich denn in die andere Richtung drehen, wenn ich dahin will? Ich check das nicht. Ja? Kann ich kurz eine Pause machen? Wenn du willst. Ja, bitte. Aber sie ist eine Kämpferin und sie will nicht aufgeben. Aufgeben ist überhaupt gar keine Option. Auch wenn ich meine Momente habe, werde ich definitiv immer weitermachen. Und dann fängt der Tanz an und man muss einfach sagen, Sharon hat so eine Attitüde, so eine unfassbare Expression, so einen Ausdruck, das ist wirklich besonders. Also ich finde das wirklich bei Sharon immer wieder beeindruckend und ich glaube, wir haben hier so eine Art Rundschritt, die auch vollkommen okay sind. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich bei Sharon so ein bisschen ein Problem hatte, den Takt von dem Tanz und den Takt von der Musik so tatsächlich zu sehen. Für mich hat das irgendwie aneinander vorbeigespielt, aber das muss irgendwie an mir liegen, aber irgendwie hört sich das für mich komisch an. Und die Leistung war wirklich hervorragend. Jetzt am Ende muss man aber sagen, da ist, glaube ich, ein kleiner Fehler. Ihr müsst mal auf den Kopf von Christian achten. Der wird so zu einer Seite weggeworfen, obwohl da, glaube ich, die Handbewegung von Sharon gefehlt hat. Ah,
aber das sind natürlich nur Kleinigkeiten und wahrscheinlich fallen die auch gar nicht so auf, wenn es überhaupt ein Fehler war. Motzi ist auf jeden Fall sehr, sehr begeistert. Eine super schöne, rhythmische, starke Cha-Cha-Cha. Der beste Vielen Dank. Freund. Oh, danke. Yes. Ja, und die Kritik, die Sharon heute bekommt, ist wirklich, die ist wirklich ganz, ganz oben mit dabei. Sharon ist eine Mitfavoritin. Ich habe alles geglaubt. Deine Blicke, deine Hüftebewegung, deine Körperhaltung. Du hast wirklich dominiert auf dem Parkett. Und diese Mitfavoritenrolle, die hat Sharon nicht nur durch ihre gute Leistung, sondern auch durch die Punktekellen. Seng! Motzi Mabuse. Nein! Und Joachim Lambe. Neun! Und man kann hier auch wieder nur sagen, Christian und Sharon machen nicht den Eindruck, dass sie sich hassen. Wir glauben das dann auch einfach mal an dem Punkt und gucken einfach, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Sharon ist aber noch ein bisschen emotional geworden, denn diese Punkte haben sie wirklich gerührt. Verdient aber, verdient. Hättest du gedacht? Du bist gerade ganz emotional. Freu mich, ja. Das kannst du auch sein. So, erste Runde geschafft. Komm mal her, oh Gott, bist du süß, ich könnte dich gerade... Jemand, der auch so ein kleiner Mitfavorit war, das ist der Philipp Boy. Man muss aber sagen, dass er die Rolle ein bisschen verloren hat. Ich bin sehr froh, dass die Roma vorbei ist. Du hast mich nicht gebackt. Mich motiviert's jetzt erst recht. Ja, und ob dieses jetzt erst recht auch wirklich eintrifft, das gucken wir uns dann auch mal direkt an. Und er startet alleine. Und eine Sache kann man Philipp wirklich nicht abstreiten. Wenn man den anguckt und die Musik hört, dann hat man das Gefühl, die beiden verstehen sich. Was mich persönlich aber bei dem Tanz gestört hat, ist, dass Philipp sich fast nicht bewegt hat. Der stand gefühlt die ganze Zeit in der Mitte von diesem Parkett und hat die ganze Zeit nur auf der Stelle getanzt. Und das sind tatsächlich so Tänze, die ich persönlich nicht ganz so mag. Aber trotzdem war es eine gute Leistung und auch am Ende zeigt er nochmal mit seiner Akrobatik, dass es noch viele Optionen gibt, wie man diese Tänze aufpeppen kann. Und auch wenn ich den Tanz nicht so mega gut fand, Joachim Lambi war wirklich begeistert. Und du hast ja auch abgerockt, was ich unheimlich gut bei dir heute fand. Es war saurhythmisch. Du warst so gut in der Musik. Du hast so lange auch gewartet. Du warst auf gestreckten Beinen. Die Füße waren ausgedreht. Und bei so guten Worten von Joachim Lambi kann man ja schon mal mit guten Punktzahlen rechnen. Gucken wir mal, was es am Ende gibt. Acht. Motzi Mabuse. Acht. Und Joachim Lambi. Neun. Ja, und das ist wirklich bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, aber Lambi hat die meisten Punkte gegeben. Es ist wirklich eine verrückte Zeit. Aber von Mitfavorit oder Geheimfavorit oder ehemaliger Favorit kommen wir jetzt zum Hauptfavoriten der Staffel. Paso Doble! Ich bin der Torero. Und du bist die Kuh. Ja gut, das ist auf jeden Fall ein Kompliment, das nimmt man so mit. Gucken wir mal, was die Kuh auf dem Parkett macht. Leute, und auf der einen Seite natürlich richtig guter Ausdruck, auch wieder von Anna, richtig schöne Bilder. Aber diese Musik, habt ihr diese Töne gehört? Instant Gänsehaut, das ist einfach... Ja, meine lieben Freunde, meine Stranger Things Freunde, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr genauso getoucht werdet von diesem Lied. Ich habe bei der Szene damals wirklich geheult ohne Ende und seit dieser Folge bin ich diesem Lied verfallen. Es trifft immer genau in mein Herz. Und ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, mir hat der Tanz von Anna wirklich sehr gut gefallen und mit dieser Musik war das wirklich ein Highlight der Sendung für mich. Was auch ein Highlight für mich wäre, ist, wenn ihr den Abo-Button drückt. Wir sind wirklich kurz vor den 5000 Abonnenten. Vielleicht können wir das mit eurer Hilfe heute schon knacken. Ansonsten lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Und worüber ich mich jetzt auch freue, sind noch ein paar Ausschnitte mit der besten Musik der Welt. Und ich finde es so schön, wie Anna mit ihrem Tanzpartner über dieses Parkett tanzt. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Und sie hat auch einfach so eine besondere Ausdrucksweise, aber es sieht trotzdem so cool aus. Ja,
Ja, und Highlight über Highlight bei Anna im Tanz. Ich bin wirklich einfach absolut begeistert. Und manche Leute sagen ja, dass Anna ein bisschen bevorzugt wird von der Jury. Ich persönlich finde die einfach immer gut. Und jetzt gehen wir in die Endszene rein. Und da ist wirklich, also das ist auch einfach akrobatisch wirklich richtig gut von Anna. Roche fängt dann mit der Bewertung an und anstatt zu sagen, wie sie war, musste er die Situation nutzen und erstmal sich neben Anna stellen. Katja Gombengs Applaus ist mega aus. Yes. Toll. Und ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung, was er da gerade gesagt hat, aber er bewertet auch noch ein bisschen. Und du hast gedankt wirklich wie eine Königin. Toll. Ja. Vielen Dank. Und dem kann ich mich nur anschließen, eine absolute Königin. Was sagt Mozzi denn dazu? Was ist das? Was ganz, ganz, ganz Neues bringt ihr in die Show rein? Yes, es war vielleicht nicht perfekt jetzt gerade. Vielleicht bei der Hebefigur Füße oder Stande. Das war jetzt nicht geschlossen, da hast du ein bisschen gezittert. Aber ich meine, wo ihr euch bewegt. Und es gibt jetzt auch mal so leichte Kritik und Sachen, die man verbessern kann. Auch von Lambi. Was natürlich trotzdem nicht bedeutet, dass sie schlechte Punkte bekommen muss. Aber es gab einige Stellen, wo du ein bisschen gewackelt hast. Ja. Wo deine Füßpositionen nicht exakt waren. Wenn du das noch dann hinkriegst, dann kriegst du auch für den Paso Doble 10 Punkte. Und nach der wirklich guten Kritik gucken wir uns mal an, was die Punktevergabe sagt. Ja! Yes, Mozzi Mabuse. Nein! Ja! Und Joachim Lambi. Nein! 28 Punkte ist natürlich richtig, richtig stark. Man muss aber dazu sagen, es ist punktgleich auf Platz 1 mit Sharon, die auch wirklich gut ist. Wer beim letzten Mal auch richtig gut war, war Mimi. Und wir sind wirklich sehr gespannt, ob er das bestätigen kann. Jetzt möchte man natürlich mehr und möchte sich natürlich noch verbessern. Ja? Ob uns das jetzt gelingt, das wird man sehen. Und bevor wir jetzt in den Tanz reingucken, kann ich euch schon mal sagen, das mit dem Bestätigen wird eher schwierig. Ja, und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber dieser Jive, den der tanzt, der hat ihm nicht so gut gelegen. Da war wirklich sehr viel außerhalb des Taktes. Und auch bei der nächsten Szene ist es gefühlt komplett asynchron. Also irgendwie sah das nicht gut aus. Ja, und die Leistung war wirklich bescheiden. Da weiß Mozzi gar nicht, was sie sagen soll. Ja, Guys. Also, das war schon ein interessanter Jive. Gebe ich zu. Ja. Also, ja. Ja, aber keine Angst. Mozzi hat sich noch mal ein bisschen gesammelt, sich noch mal eine Sekunde genommen. Und dann konnte sie doch ein bisschen sagen, was das Problem war. Warte, gib mir eine Sekunde. Ja. Eins. Okay, gut. Viel aus der Takt gekommen. Ja. Aber viel Energie drin, viel Show, viel Performance. Ja, und dann fragt man sich, was ist da noch möglich bei den Punkten? Und es ist wirklich ein richtiger Reinfall. Fünf. Oh, gut. Mozzi Mabuse. Vier. Und Joachim Lambi. Eins. Was ist denn euch? 10 Punkte ist der letzte Platz und Mimi muss hier natürlich auf die Zuschauer hoffen. Wir drücken ihm die Daumen und werden ja am Ende sehen, wer rausfliegt. Ein anderer Kandidat, der auch immer ein bisschen auf die Zuschauer angewiesen ist, ist Younes. Und auch diese Woche hat er einfach ein bisschen Probleme, sich zu öffnen. Okay. Ich habe Gedanken im Kopf, die mich da einfach blockieren. Ja, und man kann ihm da gar nicht böse sein. Ich meine, du weißt sowas natürlich vor der Zusage zu so einem Projekt nicht. Und er tanzt da vor Millionen vor Augen. Das ist natürlich ein unfassbar großer Druck. Und trotzdem konnte er diese Woche Spaß auf die Bühne bringen. Und das fand ich richtig gut. Und der Tanz, der war durchwachsen, der war okay. Aber das Wichtigste war, man hat ihm wirklich angesehen, er hat Spaß bei der Sache. Auch wenn man jetzt in der nächsten Szene, wo er so mit den Armen ein bisschen nach oben geht, leichte Probleme bei der Balance sieht, ja, irgendwie so richtig rund läuft es dann nicht für ihn. Aber, und das muss man halt einfach nochmal erwähnen, er hat wirklich Spaß, den er in die Zuschauer transportieren konnte. Und das ist ja schon mal was richtig Gutes.
Und dann erwähnt Motzi, dass die Kicks so richtig haarscharf am Timing dran waren. Und ihr müsst jetzt mal auf Roche und Lambi achten, was sie mit ihren Händen machen. Die Kicks waren gut haarscharf an der Musik. Also ich war immer so, oh, hold on me. Aber Younes hat beim letzten Mal ja nur einen Punkt von Lambi bekommen und ist jetzt diesmal mit der Kritik wirklich zufrieden. Aber es war besser als letzte Woche. Also letzte Woche war ich ein bisschen traurig, diese Woche habe ich erfreut zugeschaut. Ja, und dann sind wir natürlich gespannt, für wie viele Punkte das reicht, denn jeden Punkt kann er gebrauchen. Es wird wirklich schwerer und schwerer von Folge zu Folge. Sieben! Motzi Mabuse. Sieben! Und Joachim Lambi. Fünf! Neun! Ja, und er hat auch 19 Punkte und ob das reicht, das werden wir am Ende der Folge sehen. Ein anderer Kandidat, der auch immer eher am unteren Tabellenende ist und da ein bisschen Probleme hat, das ist der Ali und auch diese Woche lief es alles andere als rund. Und Ali ist natürlich ein Kämpfer, aber ja, es tut weh. Jeden Tag. Füße, Haltung, Schulter, Kopf. Der Tanz, der bringt mich echt an meine Grenzen, ganz ehrlich. Und diese Grenzen haben ihn wirklich erreicht und diese Grenzen haben ihn auch emotional gemacht. Er hat aber eine starke Tanzpartnerin an seiner Seite. Boah, es bricht mir einfach das Herz. Ich sehe die Tränen in seinen Augen. Ich sehe, wie er kämpft und es fällt ihm so, so schwer. Aber klar, gebe ich nicht auf. Ich bin Kämpfer. Und dann fängt der Tanz an und sie haben sich was richtig Lustiges überlegt. Sie fangen mit so einer kleinen Kochshow an. Und ihr kennt mich ja, ich bin Team Grundschritt und die Grundschritte hat der Ali einfach nur so rausgehauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Ali tanzen sehe, das macht immer Spaß. Der hat immer eine gute Ausstrahlung. Und die Schritte übers Parkett, die gefallen mir auch gut. Dann sind wir doch mal gespannt, was der Roche dazu sagt mit seiner wunderschönen Frisur. Weißt du, was mir bei dir gefällt sehr? Deine Lebensfreude. Diese Lebensfreude hast du hier gelassen und das passt sehr gut, sehr gut heute in dein Quiz-Tab. Aber das glaubt man ja nicht immer von Roche. Er hat auch hier ein bisschen Kritik und gut gemeinte Ratschläge. Hier, die Haltung, das ist die einzige. Aber sonst, du hast es heute ganz gut gemacht. Danke, danke. Vielen Dank. Es muss natürlich aber auch noch technischer bewertet werden und dafür haben wir den Joachim Lambi und wenn ich das richtig verstehe, war es doch nicht ganz so gut. Weil der hat natürlich auch seine Charakteristik und er hat seine Rhythmik und die muss natürlich da sein. Und da war ein Tick zu wenig heute von Danke. Und dann bin ich natürlich gespannt, wie viele Punkte Ali heute bekommt, denn er kann auch wirklich jeden Einzelnen immer gut gebrauchen. Sieben. Danke, wow. Läuft. Motzi Mabuse. Sechs. Sehr gut. Und Joachim Lambi. Vier. Danke. Alles gut. 17 Punkte für den Quickstep, hallo? Ja, und mit den 17 Punkten ist er tatsächlich Vorletzter, kriegt er nur 2 Punkte insgesamt und muss auf jeden Fall auch auf die Zuschauer hoffen. Eine andere Person, die mit einer 1er-Bewertung von Lambi ein bisschen zerstört wurde, das ist die Krishanti und das hängt ja auch immer noch ein bisschen nach. 6! 1! Ich dachte, mein Herz zerbricht in 1000 Stücke. Ich hasse jetzt die Zahl 1. Und das bedeutet, der Vadim musste nicht nur Tanzen beibringen, er musste auch wirklich wieder viel aufbauen an Selbstbewusstsein. Aber die beiden sind auch einfach ein richtig gutes Paar. Vadim war richtig süß die Woche zu mir. Hat mir Mut zugesprochen. Einfach ein ganz tolles Gefühl gegeben. Und das habe ich ehrlicherweise auch gebraucht. Und jetzt fragt man sich natürlich, kann Krishanti vielleicht so ein bisschen aus diesem Loch, in dem sie gerade ist, rauskommen und endlich mal eine gute Leistung zeigen? Und man muss wirklich sagen, der Anfang sieht auf jeden Fall schon mal richtig schön aus. Und ich bin ja kein Technikexperte, was jetzt das Tanzen angeht, aber diese Grundschritte und wie sie über das Parkett gegangen sind, getanzt sind, das hat mir wirklich gut gefallen. Sie haben dann auch am Ende noch eine Hebefigur gemacht und da würde mich mal eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, diese Hebefigur war genauso geplant oder wollte die sich eigentlich durchstrecken? Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. Musik
Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wie schlecht die Kritik in den letzten zwei Tänzen waren, hat sie heute sich auf jeden Fall gesteigert. Und ich finde, vielleicht hast du ein bisschen Peitsche gebraucht. Ein klein bisschen gebraucht. Vielleicht nicht so hart, aber du hast gebraucht. Und es war schon eine sehr, sehr harte Peitsche, die Joachim Lambi da aus sie losgelassen hat. Hoffentlich ist das diesmal besser. Definitiv, das geht in der richtige Weg. Also ich habe gesehen, ganz tolle weiche Knie. Und das ist auf jeden Fall eine Ansage. Dann wollen wir natürlich auch wissen, was das für die Punkte bedeutet. Mozimabuse. 7. Und Joachim Lambi. 4. 19 Punkte für... Ja, und auch Krishanti hat 19 Punkte. Und ich kann euch sagen, die 19 Punkte kommen heute nochmal vor. Irgendwie haben 5 von 11 Tanzpaaren 19 Punkte bekommen. Auch ein bisschen verrückt. Aber Krishanti konnte sich auf jeden Fall ein bisschen aus ihrem Loch befreien. Und ich wünsche natürlich alles Gute, wenn sie nächste Woche wieder mittanzen darf. Eine Person, die auch fast rausgeflogen wäre beim letzten Mal, das ist die Sally. Und auch ihr hat das rote Licht nicht gut getan. Tatsächlich kein so schönes Gefühl. Ich habe kurz gedacht, jetzt ist vorbei. Jetzt ist das Märchen von Let's Dance vorbei. Und ich weiß nicht genau, warum die diesen Vorhang aus Schnüren da aufgehangen haben. Aber es sah fast so aus, als ob die sich da drin verheddern. Es ist zum Glück noch mal gut gegangen. Bei der nächsten Figur, die beiden dann gemacht haben, habe ich mich ein bisschen an die Schulzeit zurückerinnert gefühlt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe dann Zirkel. So, und jetzt die Hefte raus und jetzt rechnen wir einmal Durchmesser und Umfang des Kreises aus. Aber die Schritte und grundsätzlich der Tanz, der war ganz okay, aber irgendwie fehlt der Sally so ein bisschen was. Es fühlt sich immer nicht ganz so richtig gut an. Und ich glaube, da ist auch ein großer Teil einfach Ausstrahlung. Auch wenn ich hier jetzt wieder sagen muss, das Ende war wirklich richtig, richtig gut und die hat wirklich schöne, lange Beine, die sehen richtig gut aus und in so einem Moment sieht sie auch gut aus, aber trotzdem fehlt so die generelle Ausstrahlung ein bisschen. Man sieht die Verbesserung, Spannung im Körper, Verständnis. Was ist es, was ich von dir mehr brauche? Und ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Commitment. Das heißt, gar keine Frage. Ja, und das ist halt die Frage, wie lange das dann noch ausreicht und gut geht. Wir gucken auf jeden Fall mal in die Punkte. 7. Mozimabuse. 7. Danke. Und Joachim Lambi. 5. Ein Kandidat fehlt aber noch und das ist Timon. Und Timon ist auch ein bisschen ein Geheimfavorit. Und dritter Platz. Checker. Und er hat auch wirklich eine richtig coole Tanzpartnerin mit Ekat. Die ist auch einfach immer, es macht immer Spaß, der zuzugucken. Und es ist ja heute die 80er-Show und da redet der Timon über eine Band, die ich auch sehr liebe. 9 Jahre bevor ich geboren wurde, wurde eine Band gegründet, die mich schon ewig begleitet, nämlich Pur. Ich liebe Pur. Und ich kann euch nur sagen, ich liebe Pur auch. Meine Mama hat mich früher immer zum Kindergarten gefahren und da haben wir auf dem Hinweg und auf dem Rückweg auch immer die ganzen Pur-Kassetten gehört. Und ja, ich liebe diese Musik bis heute. Ich würde wirklich gerne mal auf ein Konzert. Ich war noch nie auf einem Konzert. Also nicht nur bei Pur, sondern bei niemandem. Ja, und dann hat der Tanz angefangen und Timon und Ekat, die machen einfach immer ein richtig gutes Bild miteinander. Die sehen zusammen einfach immer umwerfend aus. Und der Tanz, der sieht auch ganz gut aus. Die bewegen sich zusammen wirklich richtig gut. Auch wenn ich hier wieder sagen muss, es ist auch wieder so ein Tanz, wo Timon gefühlt immer nur in der Mitte steht und ich sehe dann halt nicht alles, was er macht. Für mich macht er dann halt nicht so viel tänzerisch. Das sind dann immer die Auftritte, die ich nicht so gerne mag, aber ja, es ist trotzdem anscheinend alles richtig, richtig gut gewesen und ich erkenne jetzt auch nicht, dass er das irgendwie mal verfehlt hat. Also bewegen kann der Timon sich, ne? Das kann man ihm auch wirklich nicht abstreiten. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Und dann kommt auch schon die Endszene und ja, haben sie sich geküsst? Ja, nein, vielleicht. Bitte kreuze an. Und wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so richtig gut. Aber das ist halt einfach nur eine persönliche Sache. Jemand, der das natürlich besser bewerten kann, ist Mozi. Und die hat wirklich Gefallen darin gefunden. Du hast eine
ein tolles Gespür für Musik. Ich finde, dein Ausdruck wird mehr und mehr authentischer. Also alles, was du machst, jede Woche werde ich mehr Fan von das, was du hier produzierst. Ja, und beim letzten Mal waren die auf Platz 3 und es wird auch einfach immer und immer besser. Und ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, ich fand, der wurde in den ersten Folgen auch einfach zu schlecht bewertet. Vielleicht doch ein kleiner Geheimfavorit. Hypnotisiere mich selbst. Was siehst du, Jorge? Geil, sexy. Das war Timo. Ja, was genau uns Jorge damit jetzt sagen wollte, das kann ich euch auch nicht beantworten. Lass es einfach ignorieren und sofort zu den Punkten kommen. 9. Mutzi Mabuse. 8. Hey. Und Joachim Lambi. 9. Ja, das sind 26 Punkte und das ist wieder Platz Nummer 3. Der Timon ist auf jeden Fall in Lauerstellung. Wir haben jetzt alle Tanzpaare einzeln gesehen und würden jetzt theoretisch zur Entscheidung kommen. Aber diesmal haben wir ja noch Boys vs. Girls und da wartet also noch ein Tanz auf uns. Und natürlich haben sich die Frauen und die Männer auch getrennt voneinander vorbereitet. Wir haben keine Angst. Wir haben überhaupt keine Angst. Wenn ihr denkt, ihr seid cool... Sorry, aber wir sind cooler. Ja, vielleicht liegt das jetzt daran, dass ich ein Boy bin, aber ich fand das jetzt nicht so cool. Aber gucken wir mal, was die Männer machen. Jeder hat so für sich seine Stärke, zum Beispiel Timon mit seiner mentalen Stärke, Philipp mit seiner Sportlichkeit und Knossi. Knossi halt, gell? Boah, Leute, und ich sag euch, wenn ich mir irgendeinen Menschen aussuchen müsste, mit dem ich immer in einem Team bin, ich glaube, ich würde Knossi nehmen. Weil zum einen ist der so ehrgeizig, dass er dich nicht fallen lassen kann. Und zum anderen kann der auch alles wirklich, der kann sich in alles reinknien. Also Knossi, Respekt an dich. Das Ziel von Boys vs. Girls ist, die Frauen fertig machen. Ja! Ja! Und das klang doch richtig motiviert. Da bin ich wirklich gespannt, ob die Männer das schaffen. Die Frauen gehen da eher ein bisschen körperlicher ran. Die üben einen Tanzmove und... Julia will den auch direkt am liebsten einsetzen. Boom. Boom. Also als erstes in meinen Kopf kommt Knossi, dann Philipp, dann Jonas. Und gerade habe ich ja noch von den Männern geschwärmt. Ich muss aber ehrlich sagen, sie machen es jetzt wieder ein bisschen kaputt. Was ist das? Jetzt hört mal ganz genau zu. Hoffentlich verlieren wir nicht. Aber dann ist die Vorbereitung auch vorbei. Wir sind jetzt im Studio live und der Kampf kann beginnen. Hier ist das Boys vs. Girls Special 2023. Und der Tanz geht ein bisschen so, dass man immer abwechselnd 3 Runden quasi hat. Und in jeder Runde haben die beiden einen kurzen Moment, wo sie zum gleichen Lied quasi so eine kleine Choreografie zeigen müssen. Auch wenn das Vorgeplänkel ein bisschen peinlich ist. Ja, und die Männer fangen dann an und der beste Move aus ihrem ersten Segment ist, glaube ich, der von Knossi. Also ich sage euch ganz ehrlich, ein Purzelbaum auf so einem harten Untergrund, Respekt, wow. Ja, und ich würde hier tatsächlich sagen, die erste Runde geht schon an die Frauen. Gucken wir mal in die zweite Runde rein. Ja, stabile Sache, ein Macarena als Pyramide kann man auf jeden Fall so machen. Und die Frauen tanzen jetzt halt auch auf Macarena und die machen das durchaus sexy. Ja gut, ich sag mal unentschieden. Ich will es ja am Ende nicht entscheiden müssen. Schreibt mir aber auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Haben die Boys oder die Girls gewonnen? Und der dritte Tanz war dann auf die Musik hier von diesem Addams Family Ding. Und ich muss wirklich sagen, das hat wirklich Potenzial bei Knossi. Das war schon wirklich sehr, sehr gut, aber die Frauen, die können das wahrscheinlich auch richtig gut. Und ich möchte hier auch nochmal hervorheben, Sharon und Anna haben einfach so einen unfassbar guten Ausdruck auf der Bühne. Es ist einfach begeisternd. Ja, und das war dann auch schon der Zweikampf und dann haben sie am Ende gesagt, okay, stellt euch nochmal zusammen in die Mitte, macht einen coolen Move. Aber was irgendwie gefehlt hat, waren die coolen Moves. Ja, und dann ging es so ein bisschen in die Jury rein und ich kann euch eine Sache sagen, dass sich da nicht gekloppt wurde, ist wirklich das Einzige,
was positiv ausgefallen ist. Also. Was war going nach die Hause? Männer waren eine Klasse besser. Never, ever, ever. Also, Entschuldigung. Nicht irgendwie. Ihr merkt schon, Mozzi ist für die Mädels und Lambi ist für die Jungs. Roche, kannst du das Ding vielleicht entscheiden? Ich finde, dass die Chicas, genau wie der Chico, haben sehr gut gemacht. Ja gut, damit haben wir jetzt ein Problem. Und ich sag mal so, wie es ist. Mozzi, die ist wirklich am Durchdrehen. Und der Joachim Lambi hat immer ein bisschen gegengehalten, aber die Mozzi, die lässt sich da nicht reinreden. Weißt du was, wenn ihr das braucht, könnt ihr mitnehmen. Wir waren besser. End of story. Let me tell you. Wenn ihr die Pulte braucht, whatever. Aber Girls, wirklich sauber getanzt. Und Mozzi hat dann auch die Jungs bewertet und hat das wirklich sehr nett gemacht. Das war ganz gut, aber man muss einfach ehrlich sein, die Mädchen waren einfach viel feiner. It's okay. Mozzi war dann sehr, sehr laut und sehr, sehr lange laut und dann wurde von den Männern der Lambi gefordert und der Lambi, er kam. Der männlichste Mann im ganzen Studio, Herr Lambi. Ja. Wer viel davon redet, ist weit davon weg, gibt es ein gutes Sprichwort. Und da hat er auf jeden Fall schon mal gut ausgeteilt und setzt dann zum letzten Punch für die Männer an. Hier war zwei Klassen besser, da war... Und jetzt ist es so, dass die sich normalerweise auf eine Zahl einigen sollen. Aber weil wir so einen Streit in der Jury hatten, hat dann trotzdem wieder die eigene Punktzahl hochgehalten. Und die erste Bewertung war für die Männer. Die Boys. Die Boys. Das war 26 geteilt durch 3. Das runden wir auf 9, denke ich. Das heißt, die Boys haben 26 Punkte bekommen. Das bedeutet, durch 3 geteilt und dann hochgerundet sind es 9 Punkte für die Männer. Und dann kamen wir zu den Punkten für die Frauen und der Lambi hat sich was getraut. Die Gegenwehr war groß, kann ich euch sagen. Habt ihr ja gesehen und gehört. Und er hat dann noch mal ein bisschen korrigiert, so dass am Ende beide gleiche Punkte hatten. Na! Auch 9! Nein, nein, nein! Auch 9! Leute! Ja, und das bedeutet, dass sich an den Endpunktzahlen nichts verändert hat, weil eigentlich hätten jetzt die Frauen oder die Männer einen extra Punkt bekommen können. Da aber beide gleich viele Punkte bekommen haben, hat sich an der Tabelle nichts geändert. Und dann sind wir auch schon bei der Rauswahl. Der letztplatzierte Mimi war dann auch einer der letzten beiden Paare, die vorne stehen mussten. Der zweite war Younes. Und Mimi hatte einen Punkt, Younes hatte durch seine Leistung 6 Punkte. Das heißt, Mimi muss durch die Zuschauer mehr als 5 Punkte aufholen. Weiter tanzen dürfen. Mimi und Maria! Das bedeutet, leider ist Younes raus und wir sehen ihn beim nächsten Mal nicht wieder. Und das war's dann auch schon von der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, das Boys vs. Girls Special hat euch auch gefallen. Ich bin sehr gespannt, was beim nächsten Mal für ein Motto ist und auch, ob es dort wieder ein Special gibt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, auf Wiedersehen.